Gestern noch in New York, heute hier in Berlin für MFG. High heels. Ja. Jetzt kommst du zu mir. Dreh dich zu mir. So. Und jetzt lässt du dich fallen. Oh. Nach hinten. Ja, ist gut so. Kopf runter. Okay. Die Augen schließen, das ist wichtig, sonst fällst du runter. Ja, ganz gut. Schlafe. Schlafe. Ja.
nach vorne, nach vorne. Und? Oh, ja. Nochmal klatschen für Sie. Jacke bitte ausziehen. Dann zeigt sie vorne. So, dann steh noch mal auf, bitte, damit ich dir die Jacke anziehen kann. So, erstmal mit der Seite. Ganz vorsichtig. Und dann die andere Seite. Hat dir schon lange keiner mehr die Jacke gehalten, ne? So, jetzt setz dich mal dahin. Ja. Ganz nach hinten. Die Hände so nach vorne. Jetzt hätte ich noch ganz gerne die Nathalie. So, und jetzt nimmt jede von euch einmal festhalten. Und jetzt bei drei, schau mich an. Sehr schön. Bei drei zieht ihr. Ganz schnell und volle Pulle. Alle zusammen. Eins, zwei, drei. Siehst du? Und die zwei Mädchen haben ihn echt befreit. Danke dir. Schön gemacht. Ja. Deria und Jessie. Einmal da und einmal hier. In der Mitte. Ja? Ja. Die Blumen wachsen. Guten Morgen, Mädchen. Wie fühlt ihr euch so? Was habt ihr von der Zauberschule gehalten? Also ich fühle mich noch so ein bisschen komisch nach dem Schwimmen, aber so, ich bin noch auf den Füßen. Seid ihr bereit? Ihr habt ja heute die erste Challenge. Und ich sehe schon die Kleider, die ihr vorbereitet habt. Ich bin total aufgeregt, um zu sehen, was ihr mir so bringt. Und ich weiß, dass ihr eine super gute Gruppe seid und ich kann es kaum warten. Wie fühlt ihr euch denn so? Sehr schön, sehr gut. Mega aufgeregt, können den Tag kaum erwarten. Und ich denke, das wird für uns alle sehr toll werden. Super. Und habt ihr auch noch zu Hause geübt, über was ihr euch gestern beigebracht habt? Also ich muss sagen, ich bin sehr aufgeregt heute und man merkt es mir auch ein bisschen an. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr, wenn dann die Entscheidung getroffen wird, dass es alles ein bisschen Erleichterung von uns abfällt und bin gespannt, was auf uns zukommt. Ich freue mich. Danke. Ja, ich habe gestern geübt mit Nathalie. Ja. Und ja, ich bin sehr aufgeregt. Ich bin gespannt, wer weiterkommt, wer nicht. Und das eine Sache ist halt, wenn man auch rausfliegt oder weiterkommt, man
hat immer diese Erfahrung, diese Experience. Ja, und das ist das wichtige Teil von Miss from Germany. Natalie, was glaubst du denn, ist das Schwächste von der Gruppe? Oh Gott, das ist eine schwierige Frage, weil ich finde, wir sind alle irgendwie eine sehr starke Gruppe. Also ich finde, jeder hat irgendwie so seinen Punkt, dass er richtig gut kann. Also zum Beispiel, sie kann halt richtig gut sich ausdrücken zum Beispiel. Also sie kann richtig gut reden und sie hat einen richtig Walk, so mit richtiger Leichtigkeit. Also ich finde, das ist für mich eine sehr schwierige Frage. Ich kann das echt nicht beantworten. Wir sind alle sehr, sehr stark. Und es wird bestimmt für Leandro eine sehr schwierige Entscheidung. Ja. Was hältst du denn von der Gruppe? Ah, okay. ja, also wie gesagt, wir sind eine richtig starke Gruppe. Jeder hat eine different ability. Jeder kann reden oder Catwalk, also wir sind richtig stark und ich bin gespannt. Und ich bin auch stolz, dass wir jetzt richtig weit gekommen sind. Es ist eine coole Erfahrung und ich freue mich und ich bin stolz. Mädchens, ich wünsche euch good luck. Ich weiß, dass ihr es alle drauf habt und ich bin so gespannt, um zu sehen, was ihr über eure Outfits sagen werdet. Also, wir sehen uns gleich und seid ihr selber, seid stark, Powerfrauen. Dankeschön. Meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich und ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich möchte euch einmal mein Outfit präsentieren, und zwar dieses Outfit der Powerfrau. Ich möchte euch einmal zeigen, wie sich eine Powerfrau in meinen Augen zu kleiden hat. Eine Powerfrau ist für mich eine starke, selbstbewusste Frau, die sich gerne zeigt, die selbstbewusst ist und einfach ihre Meinung nach außen zeigt. Ich persönlich habe mich heute für ein schwarzes Kleid entschieden mit roten Akzenten. Ich möchte heute in diesem Kleid meine Kurven zum Vorschein bringen, da ich finde, dass wir Frauen zeigen sollen, was wir haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr es auch zeigen könnt. Also traut euch ruhig, sowas anzuziehen, seid mutig und let's do this. Dankeschön. Hidden just like lightning. Cut like a diamond, I'm made under pressure, see me glow. Burning like the sun, ready, set, hit, I go. Mein Outfit heute ist von Martina inspiriert. Sie hat bei Germany's Next Topmodel mitgemacht. Sie ist 50 Jahre alt und hat somit eine Revolution gestartet. Sie ist sich selbstbewusst und denkt sich nicht, dass sie schon zu alt ist und traut sich trotzdem anzuziehen, was sie anziehen will. Und dementsprechend hat sie auch bei der Berliner Fashion Week ein transparentes Kleid angezogen, was mich umgehauen hat. Denn das hat gezeigt, egal wie alt man ist, kann man anziehen, was man möchte, solange man sich darin wohlfühlt. Und ich bin eine Person, ich werde mich, egal wie die Jahre vergehen, nicht verstellen. Ich werde meinen Körper immer lieben, immer auf mich aufpassen. Und dementsprechend hat mich das gut repräsentiert und dementsprechend habe ich ein gewagtes Kleid angezogen. So, traut euch auch. Und lasst euch nicht einreden, dass ihr etwas nicht anziehen könnt, dass ihr nicht gut genug seid. Denn wenn ihr was wollt, dann macht ihr das auch. Danke. Bravo. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. So, hallo alle zusammen. Ich bin auch sehr dankbar, hier zu sein. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich ein ganz anderes Outfit heute. Es ist ganz lässig, ganz cool, nicht wie alle anderen. Und deswegen möchte ich mit meinem Outfit ausdrücken, dass man aus der Masse herausstechen kann, dass es okay ist, anders zu sein. Man muss sich nicht mit anderen vergleichen und man sollte nicht sich von anderen sagen lassen, was man machen soll. Wenn du gewisse Träume hast, Visionen, die andere ablehnen, das ist egal. Steh zu deinen Träumen, zu deinen Visionen. Das ist dein Leben. Du musst im Endeffekt glücklich für dich sein. Und wenn du das nicht machst, wirst du später bereuen. Und das möchte keiner. Dankeschön.
guten Morgen. Für mich eine Powerfrau zu sein, es ist einfach mutig und selbstbewusst. Egal was ist passiert, egal welche Challenge, wir können das schaffen. Ich habe diese Outfit ausgewählt, weil ich liebe Emily in Paris. Emily zeigt, wie kann man eine elegante, feminin und selbstbewusst Frau zu sein. Für mich es ist wichtig, immer bequem zu sein und in Berlin hier, wir können einfach die Outfit schaffen und ready to win. Ich bin Jennifer Monreal, 23 Jahre alt und ich bin hier, selbstbewusst und ich bin eine Powerfrau. Dankeschön. Salam apo. Als eine Powerfrau hat schon diesen Charakter. Ja. So fame. Nochmal. Als Powerfrau hat schon diesen Charakter. Einatmen. Ausatmen. Du schaffst das. Eine Powerfrau hat es schon im Charakter und das auch in der Körpersprache. Wie ein Mann im oberen Chef haben schon Anzüge, Blazer und Blusen. Und ich bin heute, so wie die Oberchefs, auch angekleidet. Aber das heißt nicht, dass man Bewusstsein ist oder eine Powerfrau ist, sondern es liegt an dem Charakter an. Das Bewusstsein, das Stärke, dass man auch sagt, ich bin eine Frau, ich kann das durchziehen und das Ehrgeiz haben und auch... Ja, auch als Frau nicht nur Anzüge wie die Männer, wie die aussehen oder wie ich heute angezogen bin. Man kann es auch mit Röcken, Kleid. Es liegt halt an dem Charakter und der Ausstrahlung, wie man ist. Ja. Danke, Sieglinde. Guck mal nur, dass du hier bist. Das zeigt uns, dass du eine Powerfrau bist. Dann glaubt es, sag das einfach von Herz. Und das passiert. Guck mal, eine Powerfrau ist auch eine Frau, die einfach nochmal wieder versucht. Und einfach, egal was passiert, immer wieder machen. Und das kannst du machen. Wir haben immer zweite Chancen. Also, relax, take it easy, du schaffst das. Alle sind hier für Unterstützung. Wir wollen auch nicht, dass unsere Mädchen da nicht euer Speech auch gut geben. Sag das von Herz. Du schaffst das. Ich glaube, alle glauben an dich. Weil sie ist eigentlich wirklich die absolute Powerfrau. Weil ihr müsst bedenken, sie hat einen angeborenen Sprachfehler und kann nicht manchmal hören oder dies oder jenes. Und deshalb ist es für sie besonders schwierig, das auch auszudrücken. Also, das ist noch eine ganz andere Nummer. Was sie da ausdrücken muss, ist viel schwieriger. Vor allem noch sehr jung, die sind okay. Ja. Guck mal, wie viele anderen. Es ist das erste Mal, dass ein Mädchen mit 17 Jahren alt so weit bei uns ist. Es ist das erste Mal. Also du musst auf dich auf jeden Fall stolz sein. Weil vorher, viele haben es nicht geschafft, niemals zum Workshop. Das ist das erste Mal, dass ein minderjähriger Mädchen bis zum Workshop kam. Also, weitermachen, okay? So, schminken ein bisschen und weitermachen. Ja. Und euch danke schön, dass ihr auch eine tolle Gruppe seid und unterstützt eure. Also jetzt müssen wir uns entscheiden, wer kommt mit nach Thailand. Und diese Gruppe war extrem stark. Wir waren sehr schnell mit der Gruppe. Die kapieren auch schnell, antworten schnell und arbeiten schnell. Und das brauchen wir auch. Ja, also du hast denen etwas gesagt und die haben es sofort in die Routine reingemacht. Und danach haben die auch weitergeübt. Und das ist, was ich auch sehen würde in der Kandidatin.
Ja, finde ich auch gut. Dann lass uns dann anfangen, diese Diskussion. Oh nein. Okay, Jessica. Jessica war einfach eine Bombe. Sie ist hier reingekommen, reinspaziert, als hätten wir sie schon jahrelang gekannt. Ja. Sie hat einen mega Walk, sie sieht super aus. Sie erinnert mich ein bisschen an Marilyn Monroe. Ja, sie hat irgendwie dieses Stylisch. Was ich auch sehr schön ist, dass wir geben Tipps und sie nimmt es. Mhm. Und dass sie ist auch offen für andere Stylen. Das ist auch wichtig. Zum Beispiel, ich habe irgendwie heute versucht, was anderes am Stylen. Nicht nur kurze Haare, so Hair Extensions, nicht so ganz viele Locken, dann auch ein bisschen mit den Kamm arbeiten. Und sie hat es so gut angenommen. Und ich glaube, es gibt nicht was das Schlimmere zu sagen. Sie muss auf jeden Fall weiterkommen. Also die Sache ist, eine Sache, die ich ihr sagen würde, ist, dass sie weniger denken muss, immer wenn sie läuft. Weil sie hat die Sache, dann kommt sie dann am Ende und dann will sie und dann macht sie und dann fängt sie an wieder zu denken und dann kommt am Ende nicht das raus, was sie will. Aber sonst definitiv weiter. Also Jessica, Thailand. Thailand. Aha. Dann Sieglinde. Oh, Sieglinde. Ja. Sie ist so jung, sie erinnert mich an mich, als ich angefangen habe und es ist, als würde ich in den Spiegel gucken, weil jetzt kann ich ihr sagen, all das ich hören wollte, als ich. Ja, also ich kann sagen, dass du warst nicht beim Casting von Sieglinde und sie hat 1000-mal besser gesprochen. Ich glaube, sie war heute so viel nervös und sie hat diesen Druck auch gespürt und dann sie dachte, naja, vielleicht bin ich nicht genug und vielleicht komme ich nicht weiter. Dann kommt dieser Breakdown, aber ich muss sagen, das war echt Rise Like a Phoenix, honey. Ja. Off the Ashes. Ja. Und dann kam sie nochmal zurück und dann hat sie nochmal gemacht, von Herzen raus. Aber wir müssen einen Scherz machen. Upper is full, ja. Honey. Vielleicht. Wir können es nicht einfach so leicht lassen. Aha. Lass uns dann die Sieglinde am Ende lassen. Und dann sagen wir das, leider kannst du nicht. Oder für eine Woche in die Schule gehen? Das klingt gut. Deria, unsere dritte Kandidatin. Wer weiß, drittes Mal? Ja, drittes Mal beim MFG. Ja, ich muss sagen, dass sie hat mich echt überrascht. Und sie hat uns gesagt, dass sie will das echt. Weil ich sehe die Deria von 2020 und die Deria, die wir heute jetzt hier gesehen haben. Und es ist ein ganz anderes Mensch, total. Sie hat mich erstaunt, weil ich habe sie nämlich letztes Jahr kennengelernt und sie heute hier wieder zu sehen. Ich habe gesehen, wie sie für sich selber gearbeitet hat und sie ist nicht die gleiche. Sie redet mit solcher Confidence, mit solchem Empowerment und das merkt man, das sieht man an ihr. Was sollten wir noch mal eine Chance geben? Also ich weiß es nicht. Wenn sie hier ist, bedeutet, dass sie richtig dafür kämpft, weil sonst wäre sie nicht ein drittes Mal wieder zurückgekommen. Naja, lass uns sehen. Die Natalie, sag mir was von die Natalie. Natalie sieht aus wie ein Supermodel, als würde sie zu einem Runway gehören. Ich hab allen Mädchen das Profil gestalkt. Aber sie hat sehr gute Bilder auf ihrem Profil und du siehst sie in Person und sie hat auch so ein schönes Gesicht. Natürlich, man muss immer an den Walk denken, weil eine Miss sein ist nicht so leicht und viel von was man sieht, ist der Walk. Und ja, man muss immer noch an ihrem Walk arbeiten, aber sie ist eine Top-Kandidatin. Ja, also ich muss das auch sagen, wenn wir das Instagram-Profil von Natalie gesehen haben, dann sag ich, wow, so ein hübsches Mädchen. Aber dann dachte ich, aha, vorher hatten wir auch Kandidaten, die auf Instagram so gut aussehen. Und dann kam die Überraschung. So, es ist echt ein hübsches Mädchen, auch echt in Leib. Und nicht so viel Make-up. Sie ist auch jung, sie kann extrem viel lernen. Und sie hat das von Workshop alles genommen und dann heute bei der Challenge auch gezeigt, dass sie da hat es auch genommen. Ja. Und das ist auch wichtig. Wer weiß, vielleicht sind die nächsten Fotos auf ihrem Instagram von Thailand. Oh, wer weiß. Und wir haben Jennifer, unsere Latina von der Gruppe.
Also, es ist schon komisch, weil natürlich, wir sind hier in einem deutschen Casting und manchmal kommt einfach das Spanische mit ihr raus und dann fange ich an, mit ihr auf Spanisch zu reden und dann erinnere ich mich dran, nein, nein, das hört sich so an, als wäre sie schon meine Favorite, weil ich nur mit ihr rede. Ja. Aber die Jennifer, die hat schon dieses Latin-Feeling. Ja. Sie hat diesen Ausdruck. She bangs. She's a bang. Weil sie kommt dann hier hin und dann kommt sie auf den Laufsteg und sie füllt den Laufsteg mit ihrer Präsenz. Das ist auch wichtig. Was ich sagen muss, ist, dass auch zum Beispiel sich nicht die Größte von der ganzen Gruppe und das ist auch nicht so, ach, ich bin klein. Nein, das ist egal, sie macht weiter und das ist Selbstbewusstsein. Dass jemand in so einem Alter schon hat, es ist extrem wichtig und ich bin echt überrascht, dass so ein Mädchen auch schnell lernen kann, von einem Tag zu einem anderen. Gestern habe ich auch so ein bisschen gesehen, dass sie hat nie so viel gehört, aber ich glaube, sie hatte einfach so wie ein Sponge. Sie hatte so viel im Kopf. So, und dann im Hotel dann, okay, jetzt muss ich alles haben. Und dann hat sie geübt und hat uns heute gezeigt, dass sie lernt schnell. Ja, also mich hat sie total begeistert. Ja, ich glaube, from Mexico to Thailand. Oh, I like that! Mhm. Yes. Mit einem Zwischenstopp in Deutschland. Okay, ja, müssen wir dann unsere Entscheidung treffen. Ja. Sollen wir ein Ticket extra ausgeben? Sollten wir? Ist es wirklich nötig? Okay, lass uns darüber reden. Ja, wir müssen noch weiter reden. Danke, dass ihr da war. Wir freuen uns total. Gestern war ein toller Tag. Wir haben es gesehen, dass viele von euch haben auch viel gelernt. Und ja, dass wir die beste Entscheidung, dass wir treffen konnten. Und dann sehen wir, wer mit nach Thailand fliegt. Okay, so die Erste sind dann die Jessica und Natalie. Bitte nach vorne. War nicht so einfach, total schwer, muss ich sagen. Aber ich glaube, wir haben die beste Entscheidung getroffen. Also in Jessica sehe ich eine Bombe. Sie hat auch schon die Experience, sie hat bei anderen Wettbewerbs mitgemacht. Sie hat auch das Laufen. Natürlich, man kann immer irgendetwas verändern. Ich sehe Potenzial in allen von euch und ich sehe auch das Potenzial in dir. Natalie, du bist so eine hübsche Mädchen. Du kannst so viel in der kommerziellen Branche auch machen. Du musst ja viel, viel, viel arbeiten. Es sind viele Mädels, die auch ein bisschen weit sind. Aber naja, man muss lernen und wir glauben, dass du konntest auch viel lernen. Und Jessica, ich bin total stolz auf dich. Also wir sehen das zum Beispiel, du bist eine Mädchen, die kommt auf ganz anderes Welt und jetzt bist du in it to win it in der Missball-Branche. Und ja, ich glaube, es gibt keinen Grund, dass du nicht in Auslandsgoldberg bist. Also wir sehen uns in Thailand. Danke. Also erst einmal bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden für die Ansprache und für die Komplimente. Ich freue mich wirklich sehr, dabei sein zu dürfen. Wie ihr mitbekommen habt, habe ich schon bei anderen Sachen teilgenommen. Das ist jetzt die erste Sache, die in Richtung Modeln geht. Und ich freue mich sehr, diesen Erfolg jetzt hier zu haben, weil das ist auch ein Ansporn für mich, weiterzumachen. Und ich habe mega Bock drauf und wirklich, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ich würde mir Mühe geben, ich werde es euch versprechen. Und ich werde mein Bestes geben and Thailand, I'm coming. Ja. Yes. Danke. Aber ich habe auch noch was dazu zu sagen. Ja. Du brauchst auch nicht traurig sein, weil du Thailand. Oh mein Gott, danke. Ja, ich möchte mich auf jeden Fall auch bedanken, weil ich war schon in so vielen Castings, was das Modeln angeht. Und ich wurde immer auch abgelehnt. Du hast es auch vorhin erzählt, dass du schon so viel Nein gehört hast. Und das habe ich auch. Also wirklich, ich habe mich schon bei zig beworben. Und immer gab es etwas auszusetzen, weil ich habe nicht dieses typische 90-60-90. Und genau das Kommerzielle, das gefällt mir total und da freut es mich, dass du da in mir Potenzial siehst. Danke. Wir sehen uns dann in Thailand. Ja. Danke.
Ihr Lieben, ich habe was Tolles zu verkünden. Und zwar, ich bin dabei in Thailand. Ich freue mich sehr und bin super dankbar an das ganze Team von Leandro. Ich bin super stolz auf mich und freue mich, dabei sein zu dürfen. Also ich nehme auf jeden Fall ein paar Sommersachen in meinem Koffer mit. Ich denke, dass ich auf jeden Fall ein paar Kleider in meinem Schrank habe, die man dafür gut gebrauchen kann. Werde natürlich einen schönen Badeanzug einpacken, es wird ja warm sein und freue mich wirklich total. Also die ersten Personen werden auf jeden Fall meine Familie sein, ganz klar. Meine Familie glaubt an mich, die unterstützen mich, die stehen hinter mir. Und denen ist es mir ganz wichtig, das zu sagen und natürlich auch meine Freunde. Das sind auf jeden Fall die ersten Leute, denen ich sagen werde. Also ich erwarte auf jeden Fall eine große Experience mitzunehmen. Ich möchte auf jeden Fall viel Erfahrung sammeln und möchte natürlich im besten Falle auch weiterkommen und es ganz, ganz weit schaffen und bin auf jeden Fall sehr, sehr stolz auf mich. Hoffe auch, dass ich dadurch auch viel lernen kann. Also ich werde mich auf jeden Fall gut vorbereiten, denn ist es jetzt klar, jetzt wird es ernst. Es geht Richtung Finale und wir wollen es alle schaffen, das ist ganz klar. Ich werde Sport machen, ich werde Laufstückübungen machen, ich werde Posen üben. Ich werde alles machen, was nur geht, um halt eben am Ende einer der Finalisten zu sein, im besten Falle. Denn ich meine, wir wollen es alle schaffen. And here we go. Ich fliege nach Thailand! Ich kann es echt nicht glauben. Also ich denke, auf was ich mich am meisten freue, ist die Mädels, die ich da noch kennenlerne, also die andere Gruppe. Weil ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen, auch wenn ich so anfangs immer verschlossen wirke. Also schüchtern, aber das kommt erst im Laufe der Zeit aus mir raus und auf jeden Fall, was Leandro uns anbietet. Wie jeder hier, einfach Erfahrungen zu sammeln und was dazu zu lernen. Ich denke, das ist das Wichtigste. Und auf jeden Fall auch die Mädels, dass wir alle miteinander respektvoll umgehen und uns gegenseitig unterstützen. Als nächstes? Ja. Yeah. Deria mal bitte. Niemette und Jennifer. Okay. Zuerst muss ich sagen, dass bei MFG es geht nicht um die Mindestgröße mehr. Es geht nicht mehr um wie viel du wiegst, dann es geht um das komplette Paket. Jennifer, du bist nicht diese typische Miss, die groß ist, 1,80 Meter, du auch nicht, Deria. Aber es ist schön, dass wir sehen auch, dass Mädchen, die auch nicht diese perfekte Measurement haben und trotzdem auch ihre Träume auch folgen. Das ist das Wichtigste. Ich bin sehr stolz auf euch beiden und ich sehe, dass ihr extrem viel gelernt habt gestern. Leider, es ist ja ein Wettbewerb. Deria, dich kenne ich ja von dem letzten Jahr und ich weiß, dass du mehrere Jahre mit dabei warst. Ich finde es unglaublich, wie du immer weiter dafür kämpfst, aber nur weil ich dich kenne, darf ich jetzt nicht Favoritin sein. Aber trotzdem, ich habe gesehen, wie sehr du dich verbessert hast im letzten Jahr und du hast die Sachen mitgenommen, die dir Leandro gezeigt hat und du hast die auch nochmal verbessert. Und bei dir sehe ich einfach das Latina-Potenzial, du hast es in dir. Und du hast einfach diese Ausstrahlung, wenn man dich sieht. Du hast diese Freundlichkeit und ich kann wirklich nichts mehr dazu sagen, außer dass ich sehr stolz auf beide von euch bin. Ja, gestern war extrem schwer, weil wir mussten zu viel verbessern, zum Beispiel bei Jennifer, ne? Aber heute hat uns gezeigt, dass du hast zu viel geübt, dass du hattest echt gehört, was wir gesagt haben. Gestern sah nicht so aus, aber heute sehen wir, dass du das ernst nimmst. Dann du hattest echt verdient, dass du mir nach Thailand kommst. Kannst du mir einen Gefallen tun, bitte? Kannst du die Furderia aufgeben? Gerne. Herzlichen Glückwunsch. Oh, you're hurting me. Oh my God. Congratulations. Ich weiß nicht, ich bin sprachlos. Ehrlich gesagt, ich freue mich sehr. Ich werde mein Bestes geben. Ich werde wirklich, wie ich habe Zeit. Und ich werde jeden Tag was Neues verbessern. Und ich freue mich. Dankeschön. Thailand, here we go. If I don't die today, I will not die any day in my life. Ich bin natürlich, ich kann mein Glück gar nicht in Worte fassen, weil dafür gäbe es keine Worte. Aber ich kann nur so viel dazu sagen, es macht mich einfach extrem glücklich, hier zu sein.
es macht mich einfach mehr als glücklich und ich werde kämpfen, bis es einfach nicht mehr geht. Ich werde nicht aufhören, ich werde versuchen, in Thailand noch besser zu kommen. Ich bin schon dran und ich möchte am Ende sagen, okay, der ganze Fleiß, die ganze Arbeit hat sich gelohnt und ich denke, ich bin auf einem guten Weg und ich bedanke mich ganz herzlich. Danke, herzlichen Glückwunsch, ihr beide. Ich erwarte, dass wir dort extrem viel lernen werden, so wie wir das auch bis jetzt gemacht haben. Es wird eine tolle Experience und ich denke, man kann es ab diesem Zeitpunkt nur noch steigern. Ich fühle mich sehr erleichtert, sehr, sehr glücklich. Ich kann es kaum abwarten, also bis die Zeit kommt und ich sozusagen noch mehr drauflegen kann und noch mehr Gas geben kann. Von daher, ich erwarte das einfach nur noch, bis es soweit ist, bis wir fliegen können. Und ja, dann geht's auch schon los. Die erste Person, der ich das auf jeden Fall erzählen würde, wäre meine Schwester. Sie kann das auch kaum abwarten und ich werde das mit ihr teilen und sie ist schon sehr gespannt und das ist einfach nur ein schönes Erlebnis, was sie, denke ich, auch sehr glücklich machen wird. Es gibt nichts, was ich anders machen würde, aber es gibt etwas oder mehrere Dinge, die ich besser machen würde. Und zwar einfach, ich denke, ich bin sowieso von der Confidence her da, wo ich sein möchte. Aber ich denke, es gibt immer noch ein Limit nach oben. Und von daher werde ich noch mehr an meinem Selbstbewusstsein arbeiten und auch viel mehr beim Walk und beim Sprechen, alles Mögliche. Einfach auch ein bisschen dieses Mal mehr von meinem Charakter zu zeigen. Nicht immer nach dem Weg gehen, ich muss etwas perfekt machen. Es ist nicht wichtig, dass man es perfekt macht, sondern es ist wichtig, dass die Leute sehen, wer ist Deria, was kann Deria und dass ich dann sozusagen mich zeige. Ich fliege nach Thailand! Oh mein Gott, also ich kann wirklich nicht beschreiben. Ich bin wortlos, ehrlich gesagt. Ich bin mega glücklich, dass ich hier bin. Ich bin auch stolz von allen Mädels. Ich habe einen Top gemacht und das habe ich wirklich nicht erwartet. Und von Mexiko nach Thailand. Ich wollte eigentlich, mein Traum war, immer nach Thailand zu reisen. Und dieses Mal, keine Ahnung, ich habe so viel gesagt, dass dieses Mal hat geklappt. Und wir schon in einem Schönheitswettbewerb. Also, ich lache nur die ganze Zeit. Also, ich habe wirklich viel gelernt und richtig schnell. War einfach cool, einfach Zeit mit den Mädels, mit Luisa, mit Leandro. Also, das war wirklich, wirklich cool. Also die Competition ist auf jeden Fall hart, sind alle tolle Mädchen, die sind ein bisschen größer als ich, aber ja, am Ende ist die Attitude, was wir erzählen oder wer wir sind, ich glaube, ist am wichtigsten jetzt in 2022. So, dann haben wir dann die sieglinde Lampe, unsere Zauberer mit dem Papa, ne? So, sieglinde. Du bist erst 17 Jahre alt. Ja. Das ist das erste Mal, dass eine minderjährige Mädchen bis zum Workshop bei Miss from Germany so weit geht. Ne? Du musst immer noch zu viel lernen und wir sehen es auch. Du hast so viel Potenzial und du hast das Talent davor. Aber da musst du auch manchmal, wenn du in diese Branche machen willst, dann musst du einen Switch machen, dass du sagst, okay, ich bin 17 Jahre alt, aber jetzt muss ich Switch machen und ich muss alles da geben. Du gibst alles, aber es ist immer vielleicht noch nicht genug, weil du kannst nicht zumachen. Du musst, okay, es war ein Fehler, jetzt kann ich wieder versuchen, bitte. Dann, wenn du nochmal eine Chance kriegst, dann kannst du, okay, dann werde ich das nochmal wieder machen. Lu? Also, wenn ich dich sehe, sehe ich mich vor ein paar Jahren. Ich bin ja auch erst nicht so alt, aber ich habe Versuch nach Versuchen gemacht und ich habe immer meinen Traum gefolgt und dich hier zu sehen und wie weit du gekommen bist, ich habe das nicht geschafft. Ich brauchte Jahre dafür, ich brauchte Monate dafür, ich brauchte so viele einfach nur Options. Ich musste es einfach folgen und bei dir sage ich das gleiche, folg deinem Traum, weil du kannst so weit kommen und ich bin so stolz auf dich, weil von gestern habe ich so ein scheiß Mädchen gesehen. Du sahst so nervös aus und heute auch, aber trotz der Nervösigkeit hast du durchgekämpft und hör nicht damit auf, weil du bist eine Powerfrau. Du warst es immer und du bist es immer noch. Es ist ja, wie gesagt, dann hatten wir nur 4 Tickets für das Ausland. Es tut uns sehr leid, aber wir müssen diese Entscheidung treffen. Und leider musst du dann nicht zur Schule gehen für eine Woche, weil du kommst auch mit nach Thailand.
erstmal vielen Dank. Ich bin so emotional. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich eine Runde weiterkomme, nochmal. Also ernsthaft gesagt, vielen Dank. Ich wollte immer schon im Misswahl-Wettbewerb mitmachen, weil ich schon seit 3 Jahren, wegen meinem Vater auch, dass er von Deutschland nach Philippinen kam. Von Schminkkoffer und alles. Ich habe mich schon seit ein kleines Kindchen präsentiert. Ich kann auch die Bilder zeigen von früher, wie ich einfach so Hose habe und alles. Das ist mein Traum. Vielen Dank. Bitte schön, das bedeutet, jetzt haben wir eine extra Mädchen dann im Ausland. Ich bin weiter! Gott sei Dank bin ich. Nein, doch nicht. Was soll ich sagen? Warte mal, ich muss erst mal in mir. Oh. Ich bin sehr glücklich, dass ich nach Thailand fliege und danke an Leonardo Aponte. Leandro, okay. Danke an Leonardo. Leandro! Danke an Leandro Aponte und Luisa Victoria Malz. Und vielen Dank. Das war eine ganz große Überraschung. Und ich freue mich. Besser machen mit der Aussprache, das Catwalk und die Körperhaltung. Ich würde das vielleicht mit, also was heißt vielleicht, ich, natürlich mache ich dann mit meinem Vater ein bisschen Practicing und dass ich auch so einfach runterkomme, dass ich nicht aufgeregt bin und so, dass ich auch mit meiner deutschen Sprache, naja, ich habe auch einen kleinen Sprachfehler. Nein, noch nicht. Mein Vater weiß es, jetzt habe ich meine Mutter angerufen. Ich habe gesagt, guck mal, ich habe ein Ticket. Und vielleicht nach die Tage oder die Woche, wenn ihr das sagt, veröffentliche ich das, dann sage ich dann sofort erstmal meine Freundinnen und die Leute auf meinem Instagram-Account, Facebook. Thailand ist ja ganz in der Nähe von Philippinen. Ich weiß nur, dass ich am Strand gelebt habe und dass ich mit meinen Eltern dort gewohnt habe. Meine ganze große Familie, meine Mutter hat 9 Geschwister, 10 Geschwister so ungefähr und dann ganz viele Cousinen, Cousins. Ja, ich freue mich, wenn ich die irgendwann wieder sehe. So, bitte für euch allen, oben, macht die Koffer schön und wir sehen uns dann in Phuket, Thailand! Ich bin auch sehr stolz auf die Gruppe, weil ich habe es gesehen, zum Beispiel, wenn die Sieglinde das nicht geschafft hat am Anfang, dass ihr alle haben einfach Support gegeben. Und das ist, was wir suchen hier. Frauen, Power. Power, 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 Power und Support. Das ist extrem wichtig. Das ist immer noch nicht so. Wir sind immer noch in 2022 und es gibt immer noch diese Situation. Frauenrechte, Support und das alles. Aber ich sehe, dass die Motivation gestern hat dann gut in den Kopf gekommen und ich freue mich total. Herzlichen Glückwunsch. Bitte, wie gesagt, mach die Koffer schön. Ne? Und wir sehen uns dann im Flughafen, weil es geht nach Thailand. Herzlich willkommen beim Workshop von MFG 2022. Ich freue mich, dass ihr seid. Wir sehen, das sind 2 T-Shirts. Ne? 2 T-Shirts, die leider nicht geben werden, weil 2 Mädchen wurden disqualifiziert von MFG, von dieser Gruppe.